Im 16. Jahrhundert, wo ich noch gelebt habe, haben wir nur mit Muskelkraft können Bücher vervielfältigen und so der Öffentlichkeit zugänglich machen. Grüezi, mein Name ist Christoph Froschauer, Buchdrucker und Verleger. Ich habe mich häufig gefragt, ob meine Bibelausgaben und meine medizinischen und naturwissenschaftlichen Schriften in ein paar Jahrhunderten noch existieren oder nicht. Guten Tag, Herr Froschauer. Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen. Im Jahre 2007 hat sich die Frage gestellt, wie die alten und seltenen Drucke noch besser aufbewahrt werden sollten und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. So entstand die Idee für Erara. Erara? Was für ein gespässiger Name! Um was geht's da? Mit mehr als 84.000 online zugänglichen Titeln bietet die Plattform Erara heute sowie für wissenschaftlich interessierte Personen als auch für die breite Öffentlichkeit einen einfachen Zugang nicht nur zu digitalisierten alten Drucken, sondern auch zu Karten sowie zu Grafik- und Musikdrucken. Bereits nach kurzer Laufzeit im Anschluss an die offizielle Lancierung im März 2010 hat sich die Plattform Erara im In- und Ausland als Erfolgsgeschichte etabliert. Aber Herr Rudolf Mumenthaler kann uns da mehr erzählen. Ja, wir hatten damals gemerkt, dass wir gegenüber dem Ausland, vor allem auch den deutschen Kollegen in der Schweiz, deutlich im Rückstand waren, was die Digitalisierung von alten Drucken insbesondere betraf. Und wir wussten auch, wir brauchen irgendwie eine gemeinsame Initiative, damit das starten kann. Und das Programm Elektronische Bibliothek Schweiz, elib.ch, war dann so eine mögliche Plattform. Es gab eine Ausschreibung. Und so kurz vor Ende der Deadline für die Ausschreibung hat der damalige Direktor der ETH-Bibliothek, der auch Programmleiter bei elib.ch war, gesagt, dass die Ausschreibung recht gut laufe, aber dass man noch Anträge brauchen könne. Und dann habe ich ihn so in der Sitzung gefragt, wie wäre es mit etwas mit alten Drucken online stellen? Und er hat geantwortet, na, ist gut. Also so wirklich in einer Sitzung wurde das besprochen. Es wurde auch klar, wir wollen das mit der Zentralbibliothek Zürich zusammen machen. Da gab es schon Vorgespräche. Und wir hatten insgesamt ungefähr 2 Wochen Zeit, um den Antrag zu formulieren und Partner zu suchen und zu unterschreiben. Das ist dann recht schnell gegangen. Die Universitätsbibliothek Basel war sehr schnell im Boot. Der Kollege dort hat gesagt, ich kenne noch den Kollegen in Genf, die wären auch interessiert. Da waren wir also schon zu viert. Und so 3-4 Tage vor einem Abgabetermin hat sich auch die UB Bern gemeldet und gesagt, sie möchten gerne auch dabei sein. Das Spannende war dann, dass wir in dieser kurzen Zeit das ganze Projekt eigentlich skizzieren und planen mussten. Und wir haben dann später mit diesen Vorgaben, die wir damals so über den Daumen gepeilt hatten, rechnen müssen und die auch so umsetzen müssen. Das heißt, das Geld war halt das, was wir beantragt hatten. Das wurde genehmigt. Aber wir haben dann auch schnell gemerkt, dass das Projekt wird eigentlich größer und größer. Es hat sich gezeigt, dass die Bibliotheken ein eigenes Interesse hatten und eigentlich viel mehr machten, als wir ursprünglich geplant hatten. Wir sind also von 15.000 Büchern ausgegangen, die wir online stellen wollten, mit den 5 Partnern, die alle auch digitalisiert haben. Wir haben eine Digitalisierungsinfrastruktur in all diesen Bibliotheken aufgebaut und zum Beispiel eben in der Ausschreibung oder im Projektantrag schon geschrieben, es braucht einen Scanroboter. Und das war dann halt der Rahmen. All die Bibliotheken haben einen Scanroboter beschafft, der dann auch Grundstock war für den Ausbau der Infrastruktur. Mit der Digitalisierung von alten Buchbeständen erreichen wir mehrere Ziele. Zum einen bieten wir der Lehre und Forschung weltweit Zugriff auf die wertvollen Werke. Zum anderen schützen wir diese wertvollen und alten Werke, indem wir sie digital präsentieren. Weiterhin könnten wir auf den digitalen Editionen neue Services und neue Projekte generieren und im Internet präsentieren. Oh, das freut mich sehr, dass unsere Publikationen sicher aufbewahrt sind. Und was für eine skurrile Apparatur das da ist. Unglaublich, dass da eine ganze Bibliothek drin ist und dass man damit in Bücher stöbern kann.
Schon verrückt, was es alles gibt. Diese wunderbare mobile und digitale Bibliothek ist für uns Architekturhistoriker unglaublich nützlich. Im Unterricht wie auch in der Forschung stützen wir uns sehr auf alte Drucke. Dank ERARA können wir auch große Gruppen von Studierenden sofort mit Büchern in Kontakt bringen, auf die wir uns in den Vorlesungen und Seminaren beziehen. Und die Studierenden können ihrerseits nach Herzenlust in einem Buch ihren Wahl stöbern, ja sich gar mit einem Buch anfreunden. In digitalisierter Form lassen sich alte und seltene Drucke auch mit neuer, computerbasierter Forschung erschließen. Zum Beispiel interessiert uns, wie Autoren Texte voneinander übernommen und wiederverwendet haben. So können wir die Übertragung und Veränderung von Ideen nachvollziehen. Im Pilotprojekt Graph haben wir eine Software angewendet, die ähnliche Textpassagen erkennt, um damit Verbindungen zwischen annähernd 900 historischen Architekturbüchern visualisieren zu können. Diese Zusammenhänge ergeben ganz neue Erkenntnisse und eröffnen Wege zu neuen Forschungsfragen. Wunderbar, wie sich Wissen bewahren und verknüpfen lässt. Da bin ich froh, dass ich mit meinen Produkten auch haben können, ein bisschen dazu beitragen konnte. Dann wollte ich jetzt einmal schauen, was es da sonst noch so gibt. Ja, machen Sie nur. Ihre Werke und die von anderen Autoren sind gut geschützt. Und Herr Froschauer, das Tablet hätte ich gern wieder. Herr Froschauer, Herr Froschauer.